Wenn ich das nicht besser wissen würde, würde ich sagen, ihr habt der Maulwurf gewütet. Aber gut, sind ja nur die Texturen. Liebe Freunde, paar Tage Ruhe gehabt vor mir, vor den verbreiteten Videos, macht aber nichts. Ich war nicht ganz untätig. Ich habe ja gesagt, ich nehme mal in 2 Tage Auszeit, beziehungsweise Auszeit, hatte ein bisschen was zu tun. Habe ich halt nicht geschafft, wie ich schon vermutet habe, ist aber auch nicht dramatisch. Aber ich habe natürlich die Zeit dann zwischendurch sinnvoll genutzt und habe noch ein bisschen die Mods optimiert, beziehungsweise habe ich mir noch Updates gezogen. Und wie das eben in Minecraft Mods so ist, da gehört immer ein Mod zum anderen. Also ein Mod alleine ist in der Regel nicht so der Fall. Man muss immer noch so 2, 3 Mods dazu mit updaten, damit die zusammen funktionieren. Und wie ihr jetzt vielleicht sehen könnt, ich habe Applied Energistic hab ich, aktualisiert, ich habe Pam's Harvest Craft, gut, das ist nebensächlich, Thermal Expansion, Thermal Foundation und Thermal, was war das, Dynamics? Ja, das habe ich alle zu aktualisiert. Ich habe tatsächlich vor einer Stunde, das war jetzt echt ein Zufall gewesen, vor einer Stunde gab es ein Update. Und wie ihr sehen könnt, es funktioniert. Mein Problem mit den nicht angezeigten Mengen der in den Lägern, in den Storages, gebunkerten Items, die Anzeige funktioniert wieder. Ich hatte das schon vorbereitet, dass ich hier so ein Item-Monitor anflatsche. Aber wir können das ja eigentlich mal, kann ich euch ja mal zeigen, was ich vorher gehabt habe. Kennt man noch einen Speichermonitor, heißt das Ding, genau. Füllstandsemitter, habe ich eigentlich alles schon da? Nee, habe ich nicht da gehabt. Was? Ja, was so meine Notlösung gewesen wäre, ich hätte jetzt hier einfach einen Monitor dran gehabt, so zack. Ne, so, Und das Item, wo ich jetzt ja nicht gewusst hätte, wie viel haben wir jetzt hier wirklich drin, ne? Das hätte ich mir einfach... Hätte ich mir jetzt einfach in den Monitor geklatscht und dann hätte ich die genaue Anzahl gesehen. Wäre jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, aber erstmal, um genau zu wissen, was Phase ist, denn man sieht ja leider an den Dingern hier, doch, das kommt langsam. Den Füllstand kann man auch jetzt erkennen. War nämlich vorher auch nicht. Da hat man den Füllstand, hat man tatsächlich nicht gesehen. Jetzt ist er da, wunderbar, funktioniert schön. So, und vor lauter Updaterei und Fehlersucherei, beziehungsweise Fehlerausmerzerei, habe ich... Was glaubt mir denn hier meine Leistung? In der Farm habe ich über 100 FPS und hier habe ich... Oh, sind die Leger etwas unperformant? Der Reaktor ist es nicht... Die ganze Terminal-Geschichte, naja, ist klar, es sind ein paar viele Maschinen auf einem Fleck. Das könnte durchaus unperformant werden, aber gut. Naja, gut, noch jede. Das wird sich ja sowieso verteilen, denn ich habe eigentlich vor, dass ich nicht einen großen Lagerraum habe, wo sämtliche Storages drinnen stehen, sondern ich hätte gerne die Storages immer dort, wo sie auch produziert werden. Einfach, um auf die Maschinen so ein bisschen zu verteilen, beziehungsweise um die... Ja, um die einzelnen Chunks nicht so zu überladen. So war der eigentliche Plan. So. Und wie man vielleicht sehen kann, ich hatte vergessen, wie das heißt. Warte. At Mystical Agriculture. Aha. Jetzt bin ich gerade etwas irritiert. Wo sind denn... Ach nee, die habe ich ja drin gelassen. Kick ihn da an. Das läuft natürlich alles hier Bombe. Ich mache es mal so nach und nach. Das Schüsseldach weiter, je nachdem, wie mir die Wolle da entgegenkommt. Müsste ich eigentlich, oder muss ich noch automatisieren, denn ich brauche ja noch Wolle ohne Ende für die Applied Energistic Käbelchen. So, wie sieht hier, das läuft hier alles wunderbar. Ich habe hier von dem Insanium Essenzen halt hier auch schon mittlerweile, was ist denn das hier, über ein Stack, Alter. Boah, ein und ein Viertel Stack. Ist schon irre. Und ich hätte eigentlich gerne, anstatt dieses... Storage Unit eine Verbindung direkt ins ME-System. Eigentlich. Kann man noch machen. Ich meine, je mehr Items natürlich rumflattern, weil hier geht es immer noch, aber wenn es denn wirklich mehr als nur 3 Gärten werden oder mehr als 3 Beete, könnte das unter Umständen spannend werden.
Hat das gerade hier rausgetropft? Warum das? Okay. Na, nehmen wir es mal so hin. Gut, ja. Es hat mir natürlich keine Gedanken gemacht, was ich jetzt hier mache. Wäre natürlich jetzt mal interessant. Ich habe eigentlich so mehr oder weniger auf dem Schirm eine vernünftige, ja, mir eine vernünftige Base hinzustellen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, nee, drei Möglichkeiten. Ich möchte hier auf der großen Fläche kommt entweder die Hauptbase hin oder aber ja, die Stromversorgung im Sinne von Environment, ja, wie heißt denn das? Wie kann man denn so ein schweres Wort nehmen hier? Wie heißt das? Environmental Tech. Ja, entweder als Strom oder eben einen fetten Miner. Wobei ich den Miner wahrscheinlich nicht hier in einem Gebäude haben möchte, sondern den möchte ich tatsächlich irgendwo unterirdisch haben. Ach, das ist so, ich habe so viel im Kopf und das alles umzusetzen. Wo fange ich jetzt an? Das ist und bleibt einfach schwierig. Denn normalerweise die Raketenbasis, die hier irgendwann mal noch gebaut wird, ich weiß noch nicht, ob ich das mit Advanced Rocketry mache. Ja, aber das ist natürlich Advanced Rocketry. Oder mit, ja, Futurecraft. Futurecraft ist nämlich auch so ein Mod, ich will wissen, wie die funktioniert. Ich habe unterirdische Dungeons schon gefunden in anderen Spielen, beziehungsweise in anderen anderen Packs in älteren Versionen und das sah mega interessant aus und ich will wissen, wie das funktioniert. Wie ich die Kristalle wachsen lassen kann, weiß ich schon eine ganze Weile, aber die einzelnen Maschinen, du musst erstmal eine Maschine musst du erstmal benutzt haben, um dann weiterzukommen. Also damit er die nächste Maschine freischaltet. Sonst sagt er dir immer, ja, hast du noch nicht gelernt. So, Futurecraft. Ihr seht ja hier, das ist ja es ist jede Menge. Es ist nicht unbedingt so wenig. Wir können uns ja mal eine Maschine heraussuchen. Hier so ein Teleporter, ne? Siehst du hier? Ja, dafür fehlt dir die Forschung. Dafür musst du aber erstmal gucken, dass du hier irgendwie was bauen kannst. Das ist so. Man könnte einen Recycler bauen. Den Recycler kann man, glaube ich, denn bauen, wie es aussieht. Daraus macht er was. Silizium-Wafer braucht man mit Sicherheit. Kupferteile braucht man nicht. Eisen ist kein Problem. Verbundmetall dürfte auch kein Problem sein. Damit aber der Recycler funktioniert, brauchst du wiederum die Prozessoren, wie es aussieht. Ah ja. Und den Montagetisch kannst du natürlich nicht bauen, weil dazu fehlt dir wieder die Forschung. Ja. So viel dann dazu. Also das wird dann echt so ein, ja, ein etwas langwieriges Projekt. Gut. Genug hier redet, genug hier labert. Jetzt ist die Frage, möchte ich jetzt erstmal mich darum kümmern, was zu bauen oder möchte ich mich darum kümmern, zu fliegen? Warum stürzen mir denn die FPS ab, wenn ich hier auf den Rasen kicke? Jetzt seht's wieder. Oder sind das vielleicht diese Leuchtbälle? Nö, eigentlich nicht. Ich meine, die Leuchtbälle haben natürlich den Vorteil, die sind wesentlich performanter als eine ganz normale Fackel, weil eine Fackel hat bewegende Elemente, was die Dinger halt nicht haben. Die machen einfach nur Licht. Ach, es ist immer, ja, ist anstrengend. Gut, was schisselt Amor? Aha, kann mir eine Amor schisseln? Was ist das denn? Ich dachte, das wäre Bubbles. Ja, gut. Auch interessant. Hatte ich jetzt ja nicht so auf dem Schirm. Gut, bauen. Bauen oder fliegen? Ich würde gerne fliegen. Das Problem ist, warte mal, haben wir denn eigentlich, können wir den Angel Ring, können wir uns den bauen. Problem ist halt nur, wir brauchen natürlich dazu gewisse, was haben wir denn hier? Was haben wir denn? Wir können das goldene Lasso. Oh. Goldene Lasso ist aber easy, the curse. Okay, Drop of Evil. Drop of Evil ist das Problem. Dazu müssen wir erstmal ein paar Wither-Skelette klatschen. Ja. Ja, dazu müssen wir die Mobs anschalten. Wäre natürlich spannend. Übrigens, was ich noch gemacht habe, ist mir manchmal so eingefallen. Habe ich eigentlich Wut hoch installiert? Nee, hab ich glaube ich
nicht. Oder habe ich doch? Weiß ich nicht. Ist ja auch real. Okay, fliegen mit dem Angel-Ring ist ein bisschen schwierig. Da gab es doch aber in der Cyclic-Variante, gab es da nicht auch irgendwas? Diese Cyclic ist so umfangreich. Du hast immer so eine Ein-Block-Varianten, so eine Ein-Block-Maschinchen. Ach ja, so ein Harvester ist auch eine Variante. Da kann man so ja noch. Da bin ich übrigens auch am Überlegen, denn den kann man von einer Fläche her einstellen, wie viel Fläche der aberntet. Geht, glaube ich, hoch 11x11 oder 13x13, 15x15, irgendwie sowas. Auf alle Fälle wäre der eine Option. Jetzt ist natürlich die Frage, was haben wir denn noch alles Schöne? Die haben Item Collector, das wäre zum Aufsammeln, das ist noch Miner. Block Miner, okay, das ist ein Block Breaker. Ein Fischernetz. Na gut, Happy Happy haben wir jetzt noch kein Problem. Happy Happy haben wir hier noch. Oh. Okay. Uncrafting Grinder. Controlled Miner. Eine Item Pumpe. Tja. Ist ein bisschen, wenn man nicht weiß, nach was man sucht, ist es schwierig, das zu finden. Mit Stone Clock. Ah ja. Item Sortierer haben wir auch alles. Fluid Placer. Ja. Gut. Hat sich also auch erstmal. Ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß noch nicht, wie es das heißt. Das ist gerade mein größeres Problem. Mann, ich bin ja völlig hier. Redet hier und nichts geschafft. Ich hätte gerne wirklich. Ja, ich hätte gerne wirklich ein großes Haus und eine große Base, wo oben drauf dieses fette Solarpanel drauf ist oder mehrere davon. Ach, ich habe so eine geistige Vorstellung, aber wie macht man das am günstigsten? Dazu brauche ich natürlich erstmal, ja, baue ich es aus Stein, baue ich es aus Beton? Normalerweise müsste es ja aus Beton laufen. Warte mal. Wir gucken mal Beton. Dazu brauchen wir mal den Paver, den weißen Beton. So, ach, guck mal, wir haben, das ist ja noch besser. So, weißer Trockenbeton, alles klar. Wir brauchen hier nur Kies und Sand. Das ist mein größeres Problem. Ja, Knochen. Natürlich, Knochenmehl. Solange man versucht, irgendwas hinzukriegen, ohne die Mobs anzuschalten, ist es nicht ganz so. Was ist denn das? Reusable. Achso, ist von Mob, okay. Jetzt sind so ein paar Drops. Actually Editions. Crusher, bla bla bla. Okay, alles klar. Funktioniert auch nicht. Haben wir noch einen Dye-Mixer? Haben wir auch Farbstoff hier? Ja, wir brauchen tatsächlich durchweg. Aha, aus Wolle. Na gut, Wolle brauche ich aber mehr als hier noch. Brauche ich eigentlich Silber. Ist ein bisschen schwierig. Also, was heißt das? Ich muss die ganze Ecke hier erstmal absichern, damit ich die Mobs anschalten kann. Na, das ist ja spannend. Mache ich das mit einem ganz normalen Zaun? Habe ich hier irgendwie einen Zaun rumzuliegen? Nee, habe ich nicht. Mache ich einen ganz normalen Zaun? Ich denke, oder? Also werde ich müssen. Och, das ist doch nicht wahr. Jetzt habe ich hier hab doch hier ohne Ende Holz drin. Du wirst doch wohl. Was verbrauchen wir denn erstmal? So haben wir erstmal Birkenholzbretter. Warum hiken wir uns noch? Achso, überhaupt unser Eins. Was haben wir denn noch hier? Wir haben hier. Ja, komm, Kirschholz. Verbrauchen wir erstmal eh eine Holzsorte. Uff, so, zack, wunderbar. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich davon brauche. Wir machen erstmal jede Menge, denn das Pferd brauchen wir sowieso gleich wieder. So, dann nehmen wir hier noch das Ahornholz raus. Dann haben wir eben einen Ahornzaun. Auch nicht weiter wild. So, komm mal her hier. Was haben wir denn da? Machen wir halt ein. Ich hoffe, der sieht nicht so doof aus. Warte mal. Farblich eigentlich. Ja. Kann man machen. Ich meine, ich muss mich ja nur ein bisschen schützen. Das ist eigentlich alles. 5 Stacks.
ist ein bisschen wenig, ist mir schon klar. Muss ich jetzt aber tatsächlich irgendwie versuchen, mich hier so ein bisschen zu schützen? Ich muss ja mal irgendwo anfangen. Nein, ich wollte nicht ins Beneath oder Beneth oder wie auch immer man das ausspricht. Irgendwie bin ich hier überhaupt nicht. Muss ich echt mal gucken. Vielleicht werde ich nur die Farm schützen und hier die ganze Ecke, wo ich jetzt basteln möchte. Aber die Mobs können trotzdem hier oben rüberspringen. Über den Zaun. Ach, das ist doch schon wieder alles so. Ach. Ich probiert mal einfach. Ich nehme mal kurz hier ein bisschen was weg hier. Ich riskiert einfach mal, wenn ich mal gucken, wo die Viecher herkommen. Vielleicht habe ich ja Glück. Da ich hier allerdings Büsselcraft drauf habe oder Büsal. Na, ihr wisst schon. Das komische. Nee. Komische Mod wäre eigentlich das falsche Wort. Komisch ist sie nicht. Ist nur für mich relativ unbekannt. Ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Ich werde einfach erstmal. Ich habe übrigens. Dabei fällt mir ein. Ich habe eigentlich diesen Fence-Jumper drin, aber ich kann nicht rüberspringen. Fällt mir gerade so auf. Okay. Warum eigentlich nicht? Muss ich da auf irgendwas achten? Ich sollte eigentlich ohne Trick 17 jetzt hier rüberkommen, aber das funktioniert nicht. Okay, dann nehmen wir das mal so hin. Vielleicht ist die Rüstung auch einfach nur zu schwer. Oh. Okay. Das ist ja witzig. Wenn ich. Ist das auch nicht schlecht? Wenn ich einen Zaun in der Hand habe. Nee. Alter, wie lange ist denn die Abbauanimation? Das ist aber heftig. So. Sieht nicht schön aus, weiß ich selber. Zumal hier unten drunter. Was hat jetzt hier gemacht? Warum ist das passiert? Ah, hier, deshalb. Guck mal. Mit dem Wegnehmer, alles klar. So, Licht wieder an. Gut zu wissen. Naja, solange die Dinger funktionieren bzw. nötig sind, werden wir sie auch nutzen. So, wie weit muss ich denn jetzt überhaupt endlich gehen? Ich glaube bis zum Wasser ran, wa? Oder? Ja. Naja, ein bisschen noch. Ich möchte eigentlich nur in Ruhe arbeiten können. So. Wenn ich die Mobs gleich anschalte. Das könnte spannend werden. Könnte. So. Na, da kommen wir jetzt wunderbar hin. Alles klar. Na gut. Vielleicht reichen ja dann tatsächlich die. Das war schon wieder doof. Vielleicht reichen denn ja tatsächlich die Zäune hier aus. Ja. So. Trotzdem werde ich mal noch ein bisschen ausleuchten. Das ist mir nämlich alles ein bisschen zu gefährlich. Also ich würde sagen, diese Spitzhacke mit diesem Lumium-Zeug hier ist echt praktisch. Muss ich mal so gestehen. Also hätte ich jetzt, wie gesagt, kannte ich jetzt so nicht. Finde ich aber echt praktisch. So. Ah, ich habe gerade geschiftet. Shiften ist eine blöde Idee, beziehungsweise unnütz. Denn bei meiner oder Ore Excavation, wie der jetzt hier heißt. Nutze ich ja so nicht wirklich. Jetzt habe ich hier genau immer auf der Höhe die Leuchtdinger dran. Naja. So. Wo sind wir denn? Oh, wir sind bei der Farm schon mal angekommen. Dann könnte das ja mit den Zäunen eventuell doch reichen. Sollte ich unter Umständen tatsächlich das Resource Pack wieder entfernen müssen? Ach, das wäre so schade. Man hätte natürlich den Vorteil, dass ich meine
ganz normalen Leitern und so weiter wieder sehe und die Eisengitter, aber die fehlen mir ja irgendwie in der Textur, warum auch immer. So, und da war hier mein Fence-Jumper nicht funktioniert, wie es aussieht, muss ich denn wahrscheinlich... Muss ich denn wahrscheinlich tatsächlich... mit Tore einbauen. Warum geht der eigentlich nicht? So, da haben wir erst... Huch, haben wir erstmal da. Gut, von hier kommen sie halt auch und die werden wir auch auf den Puffer gehen. Dazu muss ich mir hier ein bisschen Luft verschaffen, damit ich den Zaun so setzen kann, dass sich die ganze Sache ein bisschen abschirmt. Ja, die Turtle hatte ich hier zwischendurch nochmal laufen lassen. Musste aber feststellen, dass die irgendwie... Ja, hat die sich da hinten irgendwann aufgehangen. Ich weiß nicht warum. Einfach mittendrin hat sie gesagt, Schluss. Ich weiß zwar nicht warum, aber naja. Werden wir die Milch wieder irgendwann starten. Aber da steht sie halt trocken. Soll nicht weiter stören. So. Und nein, Treibstoff hat sie noch. Dann hätte sie keinen Treibstoff, wäre sie bis zur Kiste zurückgekommen. Hätte ihr gesagt, ich kann gerade nicht mehr. Ich brauche Saft. So, jetzt muss ich trotzdem hier... Die Viecher kommen ja bestimmt von hier oben runter. Muss ich ja... Hab ich mir nicht auch so ein... Warte mal. Habe ich mir nicht auch den Excavator schon gemacht? Na klar habe ich mir den gemacht. Aber wo ist der? Warte mal. Wo ist... Wo? Habe ich den durch einen dummen Zufall wieder ins System geschmissen? Könnte das sein? Ja. Ach so, mit K schreibt man den hier. Oh, auch nicht schlecht. So, wo haben wir denn? Wo haben wir denn hier? Nee. Hier haben wir die Grünzeugkiste. Ach. Dazu müssen wir erstmal wieder ein bisschen aufräumen hier. Das müssen wir erstmal alles wieder rum. Sonst ist die Kiste nachher ruckzuck voll. Das möchte ich natürlich auch nicht. Halt, da war noch einer. Den nehmen wir auch noch weg. So. Jups, einmal alles rein. Gut. Weiter geht's im Text. Mal natürlich noch ein bisschen Platz schaffen hier. Die Viecher werden ja wohl kaum von da oben runterspringen, oder? Also hoffe ich. Aber wer weiß das schon so genau. So, und selbst wenn sie dann von da runterspringen, soll mir das egal sein. Dann fallen sie ja hoffentlich genau in den Spalt. So. Aber ich muss jetzt trotzdem mir ein bisschen Platz machen. Ja. Wo fangen wir denn am besten an? Na, warte mal, wir haben jetzt hier... Nee. Ziehen wir mal einfach hier durch, genau. Das war schon fast richtig. Nur noch ein bisschen mehr denn rausziehen. So, komm mal her hier. Platz machen. Alles nicht so das Gelbe vom Ei, aber wir brauchen ihn. Ich meine, Rüstung habe ich ja jetzt, was soll's. Gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Mal gucken, wie sehr mir die Viecher denn auf den Puffer gehen. Das wird sich rausstellen. Ah, ich befürchte, sie werden mich fürchterlich nerven. So. Wie weit sind wir jetzt hier? So, komm mal her. Wie weit gehen wir denn? Ach komm, hier bis hier muss das reichen, oder? Ja, genau. Können wir den Zaun hier immer noch oben raufsetzen? Beziehungsweise... Ja, so ist schön. So kann man das machen. Dann kann man den Zaun hier zwischensetzen. Dann sollten wir unsere Ruhe haben. Wir kommen zumindest immer schnell raus. Wenn auch nicht schnell rein. Sieht das blöd aus. Aber hey. So. Wo haben wir denn noch hier? So, zack. Haben wir den. So, haben wir den auch weg.
Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie tief ich jetzt hier rein muss, ehrlich gesagt. Aber das war ja vorauszusehen, dass wir ja alles abholzen müssen. Aber nicht weiter wild. Setzen wir schließlich alles wieder vernünftig hin. Na, komme ich da ran? Ne, komme ich nicht ran. Na gut, da muss ich halt mit leben. So, was haben wir jetzt hier noch? Wie weit haben wir jetzt hier? Wo ist das Loch? Oh. Gut, reicht also noch nicht ganz. Auch nicht schlimm. Hätte eigentlich auch alles die Turtle machen können. Aber hey, wenn sie ihren Dienst einstellt, was willst du machen? Kann ich auch nicht ändern. So. Normalerweise müsste ich hier oben mit einem Level mal irgendwann sichern. Das wäre übrigens auch noch eine Idee. Ob man einen Angriff nehmen könnte. So. Gefällt mir gerade alles nicht so richtig hier. So. Ist ja ätzend. Aber gut. Müssen wir erstmal durch. Machen wir es ein bisschen luftig. Oh, Inventar ist voll. Ganz schlecht. Auch nicht das Problem, dann werden wir mal ganz kurz die Erde entledigen. Damit wir wieder ein bisschen Luft haben. Oh. Egal, wir haben doch Zeit. Uns drängelt doch nichts. So, wir können mal roten Farbstoff. Wir haben hier schwarzen Farbstoff. Den können wir hier rinschmeißen. Die Bruchsteine schmeißen wir auch rein. Zaun haben wir jetzt noch knappe 2 Stacks. Ist immerhin ein bisschen was. Ah, Kupfer, die x verschiedenen Sorten. Die haben immer so ein Maschinchen, was sämtliche Erze aus verschiedenen Mods in eine Mods... In Items einer bestimmten Mod umgewandelt hat. Dass man eben nicht so viele verschiedene hat. Denn ich habe das Problem zum Beispiel mit dem Iridium von Industrial Craft. Ich habe das ja über die Tinkerschmiede alle zusammen hier schmolzen. Und... Ich habe da ein anderes Iridium als das Originale, wenn ich das im Redstone-Ofen brenne oder sowas. Ich weiß aber nicht, ob das miteinander denn funktioniert und harmoniert, denn manchmal wollen ja bestimmte Rezepte auch nur bestimmte Items aus bestimmten Mods haben. Obwohl das gleiche ist. Na, also wo Iridium draufsteht, muss nicht Iridium drin sein, so ungefähr. Also denkt sich zumindest die Mod. Oh. Ja, das war jetzt natürlich halt ideal von der Höhe her, aber das ist jetzt auch nicht weiter... Ah, warte mal, wenn ich jetzt den umsetze, dürfte aber eigentlich nichts passieren, oder? Probieren wir mal. Nehmen wir den mal raus. Dann setzen wir mal das... Wenn das einfach mal hier hin. Und dann gucken wir das nächste Mal, was passiert. Vielleicht habe ich ja Pech und... es passiert genau das, was nicht passieren darf. Gut, oh Gott. Okay. Wird natürlich spannend, denn das muss hier alles abgesichert werden. Wie mache ich denn das jetzt? Das sieht doch so doof aus. Na warte mal, wenn ich jetzt das noch wegnehme, dann kann da eigentlich ja nichts passieren. Also eigentlich, wenn ich jetzt hier noch einen Zaun hochkriege. Ach. Nein! Ach, Himmel, ihr seht's. Warte mal, bauen wir erstmal den ab, damit wir alles haben. Dann nehmen wir halt hier anders ran. Warum, wo sind denn... Okay, also ich habe mit Sicherheit hier wieder einen Anzeigefehler, wie ich das so mir denke.
Okay, hier kommen die Mobs so nicht rüber. Das sollte eigentlich jetzt funktionieren. Habe ich jetzt warum gemacht? Weiß natürlich keiner. Gut. Nein, ich will nicht ins Nether. Wo baue ich denn jetzt ab? Wenn ich jetzt den noch abbaue und den noch abbaue, dann kann ich jetzt wahrscheinlich hier immer noch ran. Gut. Das sollte jetzt hoffentlich reichen. Gucken wir mal. Bin ich ja echt mal gespannt, ob mir die Viecher jetzt tatsächlich auf den Puffer gehen. Brauche ich aber, wo habe ich denn das eigentlich? Ich habe jetzt nur... Oh Gott, ich habe lediglich ein Eisenschwert. Was ist das denn? Aber vielleicht sollte ich mir auch einfach mal... eine Verzauberung. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten zu verzaubern? Denn ich brauche natürlich irgendwas, um das Schwert... Wo habe ich jetzt die Schwarz... Ah ja, okay. Damit kann ich leben. Ach so, und deshalb habe ich auch hier... Das ist bei den Einjang zerstört. Man könnte jetzt natürlich auch das hier erstmal zumachen. Warum habe ich jetzt nochmal drei Birkenholz drin? Habe ich hier irgendeine Birke abgeholzt? Ist mir das entjang? Sieht das doof aus. Naja. Kann ich auch nicht ändern. So, was haben wir denn noch schönes hier? Das lassen wir erstmal so. Das holzen wir alles ab. Da setze ich die Turtle ran und fertig. Ich brauche hier erstmal ein Gebäude, wo ich alle drin setzen kann. Vernünftig, dass es schön aussieht, dass ich hier alles rausräumen kann. Und dann wird der Berg hier auch clean gemacht. Sehen wir das mal kurz ins Bettchen. Ist mir nämlich ein bisschen duster. Und dann sehe ich schon wieder, wir haben eine halbe Stunde. Das sollte vielleicht heute erstmal reichen. Ich werde heute Abend nochmal eine weitere Folge aufnehmen, beziehungsweise vielleicht auch mehrere Folgen. Wer weiß das so genau? Aber ich kann ja immer noch, also ich kann ja behaupten, ich habe was geschafft. Ich habe mein riesiges Grundstück abgesichert. Behaupte ich. Ich habe es nicht schön abgesichert, aber ich habe es abgesichert. Hoffe ich immer noch. Da sieht es noch spannend aus. Die kommen bestimmt von oben rüber. Oha. Dazu wäre natürlich noch die nächste Frage. Gibt es sowas wie eine Magnum-Torch? Nee, gibt es hier das zum Beispiel nicht. Was haben wir denn hier noch? So was haben wir denn irgendwas? Eine Torchberry. Aha. Eine Miners-Torch. Was ist denn eine Miners-Torch? Was macht die denn? Aha, das kann ich auf eine Supremium-Spitzhacke, kann ich das draufhauen? Und dann habe ich immer Licht, oder was? Das ist ja nicht schlecht. Eine Sneaky Torch, eine Automatik, was? Aha. Von Zeitlich. Habe ich die im Inventar, habe ich es immer hell. Okay. Throwing Torch, Torch Launcher. Eine Tiny Torch brauchen wir nicht. Haben wir denn noch eine andere Fackel? Wir haben normale Fackel, wir haben eine Redstone-Fackel, wir haben eine erloschende Fackel. Warum auch immer. Wir haben Fackelbären, wir haben eine Steinfackel. Gibt es denn noch was anderes, was man irgendwie verwenden kann, um die Mobs zu vertreiben? Nee. Ohne Ender.io etwas schwierig. Ach nee, ist ja gar nicht von Ender.io. Ist ja Quatsch. Ich war gerade immer noch bei dem Level... Obelisten. Bei dem Experience-Obelisten. Gut, ja. Dann würde ich sagen, das haben wir erstmal. Einen kleinen Schritt weiter. Erstmal locker vier Stacks hier nur an Zaun verballert. Und dann würde ich sagen, machen wir nächste Folge weiter. Vielleicht überlegt mir zwischendurch schon mal den Grundriss hier, wie ich das haben will. Denn ich bin mir gerade noch überhaupt nicht sicher. Aber so muss das sein. Denn, ja. Bis morgen, meine Freunde. Und tschüss.